Wenn man ein Kind erwartet, beginnt man, sich seine Zukunft vorzustellen. Man stellt sich vor, wie es das erste Mal Papa sagen wird, seinen ersten Schultag. Wie es sein wird, wenn man ihm das Autofahren beibringt. Man fragt sich, ob es Sport mögen oder lieber Gitarre spielen wird. Ob es schüchtern sein oder ununterbrochen plappern wird. Ob es die braunen Augen seiner Mutter bekommt. Aber man denkt nicht daran, dass es einige defekte Gene und damit eine seltene Stoffwechselstörung geerbt haben könnte, die man nicht einmal aussprechen kann. Phenylketonurie. Eine strenge Ernährungstherapie, an die es sich sein ganzes Leben halten muss. Genau in dem Augenblick, in dem man sich bereit fühlt, muss man sich selbst in Frage stellen. Sich wieder auf die Schulbank setzen. Man muss von vorne anfangen und sein Bestes geben, um nicht zu scheitern. Dabei merkt man jedoch, dass man für sein Kind alles zu tun imstande ist. Selbst das, was man nicht für möglich gehalten hat. Man organisiert einen perfekten Speiseplan, stellt fest, dass man kein Problem hat, sich an alle Lebensmittel zu erinnern, die es gut verträgt. Man fragt in jedem Restaurant nach, auch wenn es einem vorher peinlich war, auch noch anzurufen. Das, was man erwartet hat, ist auf einmal ganz anders. Und man tut das Einzige, was man tun kann. Gemeinsam mit seinem Kind wachsen. Als Kind glaubt man, dass man die Welt verändern kann. Dass man alles tun kann, was man will. Aber wenn man mit einer seltenen Krankheit aufwächst, erkennt man, dass jede Entscheidung eine Bedeutung hat. Man braucht Verantwortung und Mut, um gute Entscheidungen zu treffen. Um auch in Zukunft gesund zu bleiben. Man versteht, dass Wachsen bedeutet, die eigene Herkunft weiterhin zu schätzen, aber auch, dass man sein Ziel immer selbst wählt. Und dass manche Schwierigkeiten dich immer begleiten werden, dass sie zu dir gehören, aber gerade deshalb wichtig sind. Dass die Krankheit dich nicht definiert, sondern Teil der Stärke ist, die du eher und intensiver als andere entwickelst, um deinen Weg in der Welt zu finden. Und dass die, die dich lieben, für dich da sind. Jedes Mal. Man fällt hin und steht wieder auf. Und man entdeckt, dass die Schwächen der Schlüssel für die schönsten Augenblicke sind. Denn wenn man sie überwindet, erkennt man, dass man immer nach dem Besten für sich selbst streben kann. Wenn man Vater wird, hat man als größten Wunsch, dieses Kind, das man gerade erst kennenlernt, zu beschützen. Es aufwachsen zu sehen, es glücklich zu sehen. Bis man eines Tages feststellt, dass die Zeit gekommen ist, in der es alleine zurechtkommen kann. Und man hofft, dass all das, was man getan hat, ausreichend war. Als Kind fragt man sich, wie es wohl sein wird, erwachsen zu werden. Ob man mit seiner Krankheit leben kann, ob man stolz auf sich sein wird. Bis man eines Tages feststellt, dass man bereits erwachsen ist. Und man erkennt seine Stärken und auch seine Schwächen. Man denkt an den Weg, den man gegangen ist und an die Menschen, die einem beigebracht haben, für sich selbst zu sorgen. Und dann kann man nur sagen, danke. Ich werde jeden Tag versuchen, mein Leben in vollen Zügen zu genießen.